So, da sind wir wieder bei. Oh, die Wand hinter mir hat gerade erst geladen. Bei Mindset 2. Heute noch gemeinsam. Noch alleine. Ich wollte gerade sagen, heute noch gemeinsam. Bin auch ein bisschen durcheinander hier. Weil. Keine Ahnung, ich habe gestern Abend nicht aufgenommen und Modado ist dann erst. Ist ja heute noch nicht wach und deswegen spiele ich einfach heute noch alleine. Ich versuche dann einfach mal Modado heute Abend zu erwischen und mit dem eine Weile aufzunehmen. Und dann schauen wir mal in Zukunft, mit wem wir sonst noch aufnehmen. Heute versuchen wir auf jeden Fall mal erstmal unser Schwert ein bisschen zu verbessern, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr ausrichten können. Gott, wie langsam die geworden sind, ne? Register@shotbot.net. Ich dachte, ich bin schon registriert. Ich bin fast schon dazu verleitet, mich jetzt zu registrieren, weil nach jedem Kill kommt einfach diese scheiß Meldung. Ja, das mache ich danach dem Video. Ja, ja. Ja, ja. Ganz gemütlich. Wir haben auf jeden Fall einiges an Zeug im Inventar, deswegen würde ich sagen, dass wir einfach mal kurz das rauswerfen, das rauswerfen, das rauswerfen, das wegtun. Das wegtun, eine Bandage aufteilen und da drauf stapeln. Okay, warum kann ich die nicht berühren, die Bandage? Dann halt so. So. Stöcke sind gut. Tränke sind gut. Sortieren wir mal nach Tränken. Den zweiten Bogen kann ich auflösen. Den Grapple kann ich mir in die. Achso, darf ich nicht, während ich an der Kiste bin. Genau. Zweite Schere brauche ich auch nicht. Nehmen wir die drei wieder raus. Daraus kann ich mir eigentlich eine Bandage craften. Spinnnetze benutze ich nicht. Pfeile sind immer gut. Pilze will ich nicht. Apfel. Fitschi, Fitschi und Steine. Okay, so. Dann freut sich jemand ein bisschen über ein bisschen Loot, weil ich den Scheiß nicht dabei haben will. Ich habe einige Kommentare von euch bekommen, auch einige von sehr aktiv spielenden Menschen. Oh Gottes Willen, lass mich in Ruhe, du Zombie. Von sehr aktiv spielenden Menschen, die dann schon irgendwie alles im Norden haben und irgendwelche Guides mir geschickt haben, wie ich instant die perfekte Rüstung habe und sowas. Finde ich sehr lieb von euch, aber ich will es noch ein bisschen mehr selber entdecken anfangs. Bevor ich, also es gibt auch irgendwie so eine Map, mindset2map.com oder so. Ist wahrscheinlich nicht der richtige Name, aber irgendwie so. Und da sieht man auch schon die komplette Map und wo welche Stadt ist und so weiter. Aber ich will das alles noch für mich selbst eigentlich so ein bisschen mehr erkunden. Bevor ich mich dann auf sowas zurückverlasse. Besonders, da ich ja eh noch im PvE-Gebiet rumlaufe und keinerlei Stress habe. So, aus drei Plantfibern machen wir uns eine Bandage, die tun wir dann da drauf. Dann werfen wir die Standardbandage weg, tschüss. Auch wenn wir es damit hätten heilen können. So. Muss halt diese Startausrüstung. Ihr habt echt mehr Werfschaden gemacht. In der Beta waren die richtig krass gefährlich. Man hat eine Sekunde nicht aufgepasst und war instant tot. Ist ja ein bisschen schade. Das fand ich eigentlich ganz cool, dass man die ganze Zeit aufpassen musste. Nur sonst stirbt. Heiltränke sind immer gut. So. Ich glaube, es sind ein bisschen viele, ne? Alles ein Potion of Healing 2 dabei. Dann trinken wir einfach mal ein. Wir werfen die Flasche danach weg. Beziehungsweise können wir ja auch mal in Wasser kochen, damit ihr es auch mal seht. So. Wasser kochen. Da brauchen wir erstmal irgendwo ein Wasser, was steht, dass wir es aufheben können. Seht ihr das auch mal? Hier. Nehme ich das. Die Map verlinke ich einfach mal in der Beschreibung trotzdem. Damit ihr die auch mal angucken könnt für euch. So, murky water, I should probably cook it, boil it in a furnace. Sollte man natürlich am besten mit Holz machen, welches ich gerade nicht besitze. Deswegen lösen wir mal diese ganzen Holzschwerter auf, um ein bisschen Holzblöcke zu bekommen. So. Nur ein Holzblock. Ich hätte eigentlich auf zwei gehofft. Zwei wäre ganz schön gewesen. Und ein, okay. So, gehen wir zum Ofen, legen den Holzblock da rein und kochen das Wasser. Oh, lecker gekochtes Wasser. Köstlich. Köstlich, köstlich. So. Zack. Dann zeige ich euch gerne auch noch meinen Greifhaken. Irgendwo, wo ich nicht sterbe am besten. Man kann den so werfen und mit Linksklick kann man sich, glaube ich, ranziehen. Oder nochmal Rechtsklick. Right-click to launch, right-click to pull. Okay. So kann man sich dann halt auf Sachen hochziehen. Aua! Ah, ich blute! Okay.
Erstmal verarztet werden und selber eine Bandage anlegen. Okay. Ja, ich blute auch nicht mehr. Master hat der eine einfach schon beim Bandagieren, okay. Vielleicht sollte ich auch mal anfangen, ein paar Leute einfach random zu. Hüfte mich mit Bambus hier ab. Zu nehmen. Eigentlich gibt es hier in der Stadt Questgeber, die stehen hier. Aber scheinbar haben sie es nie gefixt, dass man die nicht töten kann. Man kann die Questgeber nämlich einfach töten. Was ziemlich dämlich ist. Ah, obwohl. Ah, da stehen sie doch. Genau. Da sind ein paar Quests. Kill 25 Zombies für einen Bogen. Okay. Kill 5 Forsaken in the Far North. Okay. Und kill a Shiny Toast with your hands. Hand-to-Hand-Combat. Also muss ich ihn wirklich mit den Händen schlagen? Wahrscheinlich. Okay. Das kann ja ein bisschen schwer werden, weil der hat echt viel Leben. Und dann, wenn wir die Quest erledigt haben, kriegen wir so Villager-Punkte. Und die kann man hier ausgeben, um sich Zeug zu kaufen. Zum Beispiel könnte man sich die für 250 Punkte die Storage-Chest kaufen. Das ist die da. Da kann man dann Items drin lagern und selbst wenn man stirbt, behält man die nach dem Tod. Ist ganz cool. Die hätte ich schon gestern im Video angesprochen, wenn sie gestern da gewesen wären. Aber die werden immer weggeschoben, was ein bisschen dumm ist. Hätte ich sofort umgebaut. Okay, Zombies mit dem Bogen töten. 25 Stück. Das ist, glaube ich, so das, was wir am ehesten noch hinbekommen. Wir verlassen mal die Stadt und schauen uns ein bisschen um. Schon geil, wenn jeder hier seinen Müll auf die Straße wirft. Das ist echt hier der Italien-Simulator. So kommt es mir vor. Jeder wirft einfach nur seinen Müll auf die Straße. Warte ich schon mal in Italien an so einer Stelle? Das ist richtig krass, da stehen so 60 Mülleimer an so einer so Haltestelle bei der Autobahn, aber der Müll liegt trotzdem überall neben den Mülleimern. Obwohl einfach 60 Millionen Mülleimer da stehen. Weiß nicht warum, aber scheinbar mögen die Italiener keine Mülleimer. Ey, Mülleimer, ist ja doof. Ich will ihn nicht meine Müll in den Eimer werfen. Ich werfe ihn auf den Boden, zu der Natur zurück. Genauso werden sie denken. Da ist unser erstes Zombie. Oh, er rennt weg. Okay. Nicht. Abandoned Port Town. Oh nein. Warum ist die zurückgelassen? Verlassene Hafenstadt. Könnte man sie nennen. Okay. Ich habe eigentlich nach dem Zombie gesucht. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt übrigens alles von Ton und so und Qualität, weil ich gerade eine Änderung bei den Einstellungen habe und Angst habe, dass es vielleicht dann deswegen zu irgendwas führt. Aber meine FPS sind wesentlich besser geworden. Ich habe jetzt 150 FPS beim Spielen, anstatt, ich glaube, ich war mal knapp über 60, als ich sonst Minecraft gespielt habe. Aber es könnte dafür dazu führen, dass es. Ich glaube, manchmal kommen so kleine Mini-Ruckler dadurch. Die habt ihr bestimmt schon ein paar Mal im Video gesehen. So ganz, ganz kleine Mini-Mini-Ruckler. Aber ansonsten läuft das eigentlich ganz gut. Wir hätten uns den Fisch braten sollen. Unser Essensstand ist nicht unbedingt perfekt. Vielleicht laufen wir dann einfach. Dann wandern wir gemütlich durch die Leere. Die Map hat sehr, sehr viel große leere Plätze, muss man beachten. Aber auch einiges zu erkunden. Ich habe halt natürlich gestern über die Map einmal drüber geguckt, nachdem sie mir geschickt wurde. Deswegen weiß ich zwar jetzt nicht, wo alles ist, ne? Aber ich weiß, da hinten ist ein Gebäude. Haben wir einen Knopf? Nee. Man kann Knöpfe finden in Kisten. Und damit kann man solche Räume aufmachen. Wir schauen trotzdem mal hin. Da muss man also mit einem Knopf hin. Okay. Das könnte ja ganz cool werden. Okay, unser Durst ist recht niedrig. Ich tue schon mal eine Flasche ins Inventar. In die Leiste. So, da hinten können wir ja später hingucken. Wir schauen jetzt erstmal hier zu dem verlassenen Gebäude. Mit der Eisentür. Auch wenn wir nicht rein können. Einfach mal hingucken. Schadet ja nicht, irgendwo hinzugucken. Ja, mir geht's hier relativ, also ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht. Ich sag's einfach nochmal. Mir geht's hier mehr ums Welterkunden und ein bisschen Überleben, anstatt als schnell möglichst höchstes Gear zu bekommen und andere tot zu kloppen. Mir geht's mehr so um die Survival-Erfahrung. Und bisher sind wir noch nicht gestorben. Guck mal, da ist ein Zelt. Süß. Aber keine Kisten gibt's hier. Wahrscheinlich, dass hier niemand wartet auf, dass Kisten die ganze Zeit spawnen, bis er einen Schlüssel hat. Schade eigentlich. Na gut. Falls wir einen Steinknopf finden, könnten wir da reingucken. Da sehe ich sogar eine Kiste.
Welche mysteriösen Schätze mögen dort verborgen sein? Wir werden es nie erfahren. You can't break leaves. Okay. So, dann gehen wir einfach wieder auf den Weg und schauen mal der Straße weiter. Oder da vorne war doch auch was, oder? Da vorne war irgendwas. Das ist dann in der Distanz verschwunden. Ich habe keine Ahnung, warum mein Minecraft momentan so schlecht läuft. Ich habe die 1.8 und Optifine drin. Und ich habe sogar besseres Mathe eingestellt. Kurz zum Zeigen, damit ihr nicht verwundert seid. Video-Settings, Performance. Ah, schnelle Mathe. Schnelles Mathe. Das sorgt dafür, dass es irgendwie die Sachen schneller berechnet. Gutes Optifine. Macht schnell Mathe. So, da sehen wir ja schon Umriss in der Entfernung. Vor den Bergen. Vielleicht finden wir einen Schlüssel und dürfen dann nochmal zurücklaufen. Wäre ein bisschen arg lauflastig, aber was soll's. Ich werde die Parts auch hier 15 Minuten lang lassen. Circa. Natürlich jetzt nicht so strikt dran gehalten wie bei Aura. Und die Serie wird nicht jetzt irgendwelche 100 Parts lang wie Aura. Auf keinen Fall. Vielleicht 20, 30 maximal. Muss mal schauen. Aber ich habe trotzdem Spaß. Erstmal hier umgucken. Da ist ja ein Spieler! Hallo! Na? Hallo! Oh, das ist... Nee, ich dachte schon, der hat einen Tuttle-Skin. Oh, achso, das ist nur ein Pilz. Stimmt. Der ist Zombie. Headshots zählen machen übrigens Doppelschaden. Was ganz cool ist. Oder nee, 1,5-fachen Schaden. Mir hätte nur jemand in die Kommentare geschrieben, dass... Okay, hat ihn. Sehr gut. Dass die Headshots doppelten Schaden machen. Warum weiß der, dass ich Zombie bin? Ich hab mich gelegt. Ich heiße Klausi im Spiel. Warum weiß der das? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Woran erkennt man das? Wenn ihr wisst, woran man das erkennt, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Warum sollte der wissen, dass ich Zombie bin? Vielleicht sieht man meinen Skin trotzdem noch, obwohl ich Klausi habe. Nee, eigentlich nicht. Ja, guckt, ihr könnt gucken. Name Klausi. Ich weiß es nicht. Wenn er sich mir anschließen will und mir folgen will, soll er es doch tun. Ich gehe auf jeden Fall den Weg jetzt hier weiter. You need food? Ich schreibe einfach da. Für dein. Das wird er schon verstehen. Ich hatte höchstens Durst und bin gerade... Ich muss gleich rohen Fisch essen. Ich hätte vielleicht in dem Turm hinter mir kochen sollen, aber ich wollte weg, weil ich Angst hatte, dass er weiß, dass ich fähig bin. Aber auf einmal schreibt er auf Englisch. Also ich glaube, der war... Fragen die Leute jetzt einfach random Personen? Zombie, bist du das? Das wäre ein bisschen seltsam. Aber gut. So, wir sollten auf jeden Fall doch in nächster Zeit mal irgendwo wieder hinkommen, wo wir ein bisschen plündern können. Und schauen, dass wir ein bisschen mehr Nahrung mit uns mitnehmen. Da hinten ist eine Hütte. Wollen wir da über die Berge klettern? Ja, komm. Hier ein bisschen Risiko. Wir sprinten einfach über die Berge in der Hoffnung, dass dort was ist. Ansonsten müssen wir uns von rohem Fisch ernähren. Ich schaue vielleicht auch einfach auf so eine Skin-Seite mit Namen, dass ich mir da so einen Namen raussuche, dass ich dann auch einen Skin habe. Dann bin ich perfekt getarnt. Ein Mega-Ninja. Das ist die doppelte Stufe von einem normalen Ninja, weil er mega ist. So. Ah, guck mal noch. Da will ich runter irgendwie. Das ist cool. Das ist cool. Wo bin ich denn hier gelandet? So einer riesigen Baustelle. Erstmal runterrennen. Ich fände es schön, wenn in Minecraft endlich mal Musik dauerhaft wäre. Weil ich überlege schon echt die ganze Zeit selber Musik einfach einzubinden. Aber letztendlich ist es halt... Fällt mir nicht Musik ein, die passend wäre. Ich bin nicht so ein musiktalentierter Mensch, deswegen habe ich auch nie Musik eigentlich in meinen Videos. Außer jetzt bei der Zelda-Adventure-Map mal Zelda-Musik, weil wow, das... Könnte selbst ein Dreijähriger zusammen addieren, dass die Musik da passt.
So, den Apfel essen wir einfach 5 Millionen Fische. Aber hier ist es ganz cool. Hier sind ein paar Kisten und hier sind keine 500.000 Menschen, die alle gleichzeitig rumrennen. Da war sogar an dem Kran obendran noch. Da. Und Headshot. Oh. Kabam. Dass ich einfach wirklich getroffen habe. So. Ich werde wahrscheinlich heute auch das neue Call of Duty werde ich heute im Multiplayer spielen. Speilen. Und da werde ich wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Zeit rein investieren, damit ich wieder gut werde. Weil ich irgendwie Lust habe, wieder in Call of Duty gut zu sein. Deswegen werde ich da Zeit rein investieren. Ich habe einen Zombie doch gehört. Bin ich verwirrt. Und heute Abend werde ich Sunset Overdrive ab 18 Uhr streamen. Dazu werde ich wahrscheinlich noch ein Video extra hochladen, das es ankündigt, damit ihr alle Bescheid wisst. Und ja. Ah, da ist der Zombie. Kein Wunder, dass ich den nicht gefunden habe. Ach, der hat den Zaun geschlagen. Okay, das ist jetzt eine Challenge. Ey. Ich habe noch nie einen Zombie so krass ausweichen gesehen. Hä? Okay. So, kann man unsere Quest irgendwo nachgucken? Ich glaube nicht, ne? Slash Stats höchstens, kann ich mir vorstellen. Nö. Okay. Wir haben aber eh nur 15 Pfeile gehabt, also können wir die Quest gar nicht fertig machen. Dann gehe ich die Schlucht wieder hoch, lock mich irgendwo aus, wo ich mich safe fühle. Oh. Hier fühle ich mich safe. Einfach an der unsafesten Stelle der Welt. Na ja gut, dann locken wir uns hier auf dem Kran aus. Ich schlag die Kisten noch kaputt. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mindset 2. Vielleicht wahrscheinlich gemeinsam mit Mordado. Er kann ja bei jeder Koordinate spawnen. Er sollte mich schon finden. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Zimbelbimbelmann. Tschüss. Oh, guck mal, die Wand hinter mir ist nicht geladen.